waren früher in der freien Szene unterwegs, im CSC, zwei Deutschland Cup und wollten jetzt mal ein bisschen weiter rauf und ein paar neue Strecken kennenlernen. Ich habe dich in Schlüchtern schon gesehen, glaube, dass du einer der spektakulärsten Neuankömmlinge in der DM bist. Was macht's aus? Was ist hier anders als in der freien Szene? Naja, erstmal die Vielfalt der Strecken, dann die Konkurrenz ist sehr stark, also die Luft ist sehr dünn da oben. Und wenn man versucht, hier um Platz einzufahren, wird einfach jeder Fehler ganz hart bestraft. Und naja, deshalb haben wir erstmal diesen Schritt gewagt. Wir werden mal sehen, was am Jahresende dabei rauskommt. Das erste Jahr ist jetzt einfach mal zu die Strecken kennenlernen und zu gucken, wo man landet davon. Wenn ich sage, der Herr Lange ist kein Kind von Traurigkeit, würdest du das unterschreiben? Wir sind hier, um Rennen zu fahren. Schon mal Angst gehabt im Auto? Nein. Dein Motor hört sich sensationell gut an. Das ist definitiv kein Serienhayabusa. Komplett serienmäßig. Das Einzige, was wir gerne haben, ist ein bisschen Elektronik. Ansonsten voller Serien. Das ist auch eigentlich das, was mich hier heute ein bisschen eingeklappt hat, würde ich sagen. Das aber gerade dann gemerkt, dass es fehlt. Du hast dein Auto am Start. Ich glaube, das ist aus dem Hause Uhlenbrock auch so ein bisschen. Der Rahmen. Genau. Gibt es da Evolutionsstufen über das Jahr? Oder seid ihr jetzt erstmal hier, um erstmal zu gucken, wie sind die Strecken? Wo geht's lang? Genau. Also, wir sind rahmenmäßig, sind uns ein bisschen die Hände gebunden. Da müsste man dann ganz anders anfangen. Was wir wohl für kurz oder lang haben müssen, ist einfach ein bisschen mehr Fahrwerk. Da haben wir jetzt so die größte Variante gewählt, die man geben konnte. Und Leistung im Fahrwerk. Denke ich mal, sind auch irgendwann ganz vorne. Alles klar, ich sage danke und wir freuen uns auf viele wilde Rennen mit dir. Dankeschön.